anlassen. Danke dir. Sie sind ja so brillant. So, Katja, eine der besten deutschen Filmemacherinnen spricht eine Rolle in Alles steht Kopf. Wie ist es dazu gekommen und vor allen Dingen, was war das für dich auch, sag ich mal, als Dame, die eher hinter der Kamera steht und die Menschen korrigiert und denen sagt, was sie machen müssen? Auf jeden Fall aufregend und es hat also riesen Spaß gemacht. Ich habe das ja vorher noch nie gemacht. Also meine erste Frage, als Disney auf mich zukam, war natürlich, also ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich mach's. Und dann hat es einen riesen Spaß gemacht. Ich spiele ja den Dream Director und der viel wütender ist und lauter, als ich selber das mache. Aber es war schon toll, weil es ja auch so ein toller Film ist. Hast du den Film schon ganz gesehen? Ja, ja, ich wurde, mir wurde der Film gezeigt, bevor ich das machen durfte und fand ihn spitzenmäßig. Also so inspirierend und kreativ, ja. Was gefällt dir an diesem Film so besonders? Weil das Schöne ist ja, habe ich auch gerade mit Pete und Jonas drüber gesprochen, dass jeder etwas anderes aus diesem Film rauszieht. Na, also vor allen Dingen erstmal die Grundidee, in den Kopf zu gehen von dem Hauptcharakter oder den Charakteren und Emotionen zu veranschaulichen, Emotionen zu personifizieren. Das ist einfach die neue Idee und wo ich gleich gedacht habe, Mensch, das muss man mal in einem normalen Spiel natürlich machen. Und weil natürlich, es ist ja so, dass Gefühle unser Leben bestimmen, ist irgendwie so eine Wahrheit. Und ich fand es ganz toll, dass es eben meinem Film so veranschaulicht wird und es ist unheimlich gelungen einfach. Du machst ja auch Filme, sag ich mal, für die ganze Familie. Also Ostwind war ein Riesenerfolg, der zweite Teil ebenfalls. Wenn du dir sowas anguckst, ist das auch eine Inspiration für dich, Filme vielleicht auch noch anders anzugehen oder Geschichten anders zu erzählen? Na, ist auf jeden Fall inspirierend. Also diese Idee vom Innen-Außen ist auf jeden Fall inspirierend gewesen. Und das fandst du super? Ach, fand ich ganz toll. Was ist denn deine Lieblingsszene aus dem Film? Gibt es da etwas außer der Szene als Dream Director? Gibt es etwas anderes, wo du gesagt hast, wow, da hat es richtig Klick gemacht? Na, es gab eine Szene, die einfach unglaublich unterhaltsam ist. Und ich glaube, es ist auch die Trailer-Szene, wo die immer am Tisch sitzen und man sitzt in den Köpfen von sowohl Riley als auch dem Vater als auch der Mutter. Die ist wahnsinnig lustig. Das ist meine Lieblingsszene. Mit welcher Emotion steuerst du denn bei dir die Wut? Mit Sadness, Joy oder Disgust? Steuer ich die Wut mit Wut. Mit Wut steuerst du, lässt es einfach raus. Mit Wut, raus damit. Sag mal, jetzt kommt doch, ist der schon draußen, dein Dokumentarfilm über die Scorpions? Wir haben jetzt am Anfang Oktober Premiere in Los Angeles. Wow. Und? Ja, ich freue mich drauf. Wie lange ist er geworden? Und Ende November in Paris. Und wann kommt er nach Deutschland? In Deutschland war er schon, aber so eher so eventmäßig, also immer so es war so ein Event-Release, also mit einem Konzert, dann in wenigen Häusern und zu wenigen Zeiten und so absichtlich. Und wie selber so wie so ein Konzert und und jetzt bin ich mal so nach weltweit und bin auch sehr stolz auf den Film. Bist du danach eingefleischter Scorpions-Fan geworden oder wird man bei so viel Zusammenarbeit mit den Scorpions eher kein Scorpions-Fan mehr? Oh, ich habe sie auf jeden Fall total, total schätzen gelernt. Ich kannte sie vorher persönlich nicht und finde, das sind ganz tolle Leute und unheimlich, die einfach, the sky is the limit. Also deren Geschichte ist unglaublich inspirierend. Auch wenn die in Deutschland haben sie es ja sehr schwer. Ne? Also ich glaube, jeder hat es in Deutschland schwer. Ja. Also das ist ja, glaube ich, bei den Deutschen jeder, immer. Erfolgreich ist, hat es in Deutschland letztendlich schwer. Und sie halt auch, aber also so, wenn man in L.A. so nachts auf 95.5 dann irgendwie so No One Like You hört, dann denkt man schon, ey, geil, was die so geschafft haben, ist schon echt, also Hut ab, ne? Und das war ja für mich mit ein Grund, das überhaupt zu machen, weil ich wollte wissen, wie haben die das denn geschafft, so von Schwarmstedt aus, ne? Also, und das hat sehr viel Spaß gemacht und die sind toll, das sind tolle Leute. Danke dir, Katja. Einen schönen Abend. Ja, danke dir. Ja, tschüss.